In Kawitz bei Feldberg haben am Nachmittag die 32. Hans-Fallada-Tage begonnen. Bis Sonntag gibt es am ehemaligen Wohnort Falladas unter anderem eine Filmvorführung, Puppentheater und Lesungen. Vorgestellt wurde das neue Werk »Wenn mich ein Buch wirklich reizt«, Hans Fallada als Literaturkritiker. Herausgegeben unter anderem vom Vorsitzenden der Hans-Fallada-Gesellschaft, Michael Töteberg. Das Reizvolle daran ist, dass er Kritiken verfasst hat über heute bekannte Autoren, aber damals so wie Erich Kästner oder Irmgard Keun oder auch die ersten Bücher von Ernest Hemingway, die damals sozusagen als Neuerscheinung auf den Markt kamen. Und wir haben uns alle Bücher geholt in den Erstausgaben, die er sozusagen wirklich in der Hand hatte. Außerdem wird erstmals ein neuer Dokumentarfilm über Fallada vorgestellt, über seine Rolle im Dritten Reich. Heute, vor 130 Jahren, wurde Fallada als Rudolf Ditzen geboren. Alljährlich werden zu seinem Geburtstag die Fallada-Tage in Kawitz organisiert.